Herzlich willkommen zurück bei Drakensang. Wir haben den Questgegenstand der Wasserdrachenkopf abgegeben. Jetzt möchte ich mal gucken, ob unsere barbusige Matrone hier am Anfang, ob die jetzt plötzlich einen Drachenkopf hat. Das wäre ja merkwürdig. Nee, hat sie nicht. So, die Kamera springt hier immer. Aber sie sieht noch ganz normal aus. Wo haben wir den denn sonst angebracht? Ist der vielleicht am Mast oder so? Jetzt muss ich mal, ich muss vielleicht erst mit dem Typen sprechen. Mit unserem Kapitän. Ihr habt den großen Fluss von einem Schrecken mehr befreit. Den fast schon legendären Schatz des Wasserdrachen gehoben. Und in die Legenden wird eingehen, dass ihr mit der Talaria hergekommen seid. Tja, das stimmt wohl, aber erstens, wo ist der Kopf des Wasserdrachen? Und zweitens, so legendär war der Schatz nun wirklich nicht. Ich rede zu viel. Was kann ich für euch tun? Tja, macht die Talaria bereit wo zur Abfahrt. Soll es hingehen? Und zwar werden wir jetzt nochmal in... nicht in Elfenwald, Hammerberg müssen wir. Und zwar zur Sanraya. Denn wir haben ja nicht nur den Schlüssel zu den Untergründen des Äther-Tempel bekommen, sondern auch die Seelenharfe von der guten Sanraya. Und die wollen wir jetzt mal abgeben und uns die Belohnung abholen. Außerdem muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Wir haben ja noch ein paar Sachen bekommen. Während der Quest, der letzten Quest, die habe ich auch noch nicht identifiziert und auch noch nicht mir genau angeguckt, was das eigentlich war. Nämlich die Kleidungsstücke waren da noch. Das werde ich jetzt mal ganz kurz machen. Hier, Drachenschild. Was haben wir denn hier? Ein sehr aufwendiger Schild aus vorzüglichem Metall, wunderschön verarbeitet und fast ebenmäßig. Die Umgebung spiegelt sich auf seinem roten Grund. Ach. Konstitution plus 1, wenn angelegt. Nicht schlecht. Waffenbonus minus 1, 4. Aber das ist gut. Wenn wir das zusammen, also das will ich dem Fogrim geben. So, was haben wir hier? Elfische Rüstung aus kunstvoll ineinander geflochtenen breiten Lederbändern. Cool. Rüstungswerte Brust, Bauch, Rücken, rechter Arm, linkes Bein, rechtes Bein. Auch nicht schlecht. Ich würde auf jeden Fall hier mal bei meinem Gewand der Verwirrung bleiben. Aber das wäre vielleicht was für unsere gute Feieres. Was meint ihr? Magischer Ring identifizieren. Was haben wir hier? Ring der Ausdauer. Das ist ja hervorragend. Den können wir nämlich schön unserem Ardo geben. Was gibt es denn? Ich möchte, dass du mich begleitest. Was Fogrim. Ist? Komm mit. Und die Feieres. Wie kann ich dir helfen? Komm mit. So. Dann können wir nämlich jetzt... Was ist denn mit dem Holzbein eigentlich? Ein Holzbein, nur bedingt als Waffe einzusetzen. Gut, das kennen wir schon. Ach ja, hier, das hier. Sturmwächtergewand kennen wir auch noch. Was? Astralenergie-Renegation plus 1? 343111. Das ist aber schon cool. Weichen Bausch und ledergefertigte Elfengewand scheint mit purer Magie gewoben. Die fein gestrickten Ranken in Verzierung und das leuchtende Rot erfüllen den Träger einer zauberhaften Energie. Astralenergie, Regeneration plus 1. Puh, was meint ihr denn jetzt? Was soll ich denn da anlegen? Ich meine, wir haben dann so ein bisschen besseren Schutz am Bauch, würde ich denken. Aber, die Attacke bei uns ist immer noch... Das sieht aber schon auch cool aus. Der sieht jetzt richtig stattlich aus, nämlich der Sergeant. Ich muss nur noch einen richtigen Helm finden, verdammte Scheiße. Vielleicht muss ich dann nochmal shoppen gehen. Am Ende werden wir noch richtig erwachsen hier. So, Fogrim, bitteschön, ein neuer Schild. Hier kriegst du einen Ring. Und hier kriegst du ein Elfengewand. Was haben wir denn noch hier bekommen? Gibt es noch mehr? Das andere ist alles nur Klumpatsch, den wir verkaufen können. Okay. Dann gucken wir uns mal an, wie die gute Feieres aussieht. An mich sind die ja richtig cool hier alle, ne? Oh, sieht okay aus. Sieht okay aus. Ich habe übrigens auch noch die Hofgewandung von der Feieres. Hallöchen. Die habe ich mal in einer anderen Quest bekommen. Ich weiß gar nicht mehr in welcher. Haben wir noch gar nicht angelegt, glaube ich, ne? Auch nicht schlecht aus. Ich glaube, ich lasse das jetzt mal so, weil die Feieres bleibt dann... Männer, oh, die nehme wir ich sind hier mit. Nicht auf einer Vergnügungskreuzfahrt. Ja, jetzt hör mal. Ich bestimme hier, wie das LP vorangeht. So, Fogrim, du nimmst mal jetzt dieses Schild. Das ist dann doch etwas besser. Das hier können wir nämlich dann auch verkaufen. Das ist sehr gut. Mal gucken, wie der aussieht hier.
Nicht schlecht. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen vor. Der Schild ist relativ klein. Ich hätte den mir größer vorgestellt. Ja. So, und dann noch als letztes. Du kriegst, entweder Ring des Lebens oder Ardos Siegelring. Den Siegelring können wir schön abmachen. Achso, nee, der hatte auch noch irgendwas Bonusmäßiges. Menschenkenntnis, Etikette, Überreden. Wer braucht sowas? Ich brauche Ring der Ausdauer. Hier, 57 haben wir jetzt nämlich als Ausdauer. Das ist doch mal was ganz anderes. So, Leute, lass uns mal losmarschieren. Wir wollen zu Sanraya. Alter, wie cool ich jetzt aussehe. Hübsch. Jetzt möchte ich nur noch... Ah, hier ist doch noch ein Händler. Sag mir nochmal, ob du dich irgendwas... Trauer. Ich möchte ohne Gitterstab... Gilda ist tot. Welch unermesslicher Verlust. Aus gegebenem Anlass entfällt die Girta-Steuer. Vor allem ihr solltet davon profitieren. Kauft im Gedenken an einen großen Zwerg. Nein, der war klein, der Zwerg. Aber cool, dann haben wir jetzt ja viel bessere Deals hier vielleicht. Holzschuhe sind, konnten noch 2 Silbertaler, Wahnsinn. So, Ardos Reisewams, den haben wir verkauft hier. Üppiges Kleid haben wir auch verkauft. Das sind alles unsere Sachen. Der Heldenhelm. Da hatte ja irgendjemand gesagt, dass ich den der Fyris anziehen soll. Aber die Fyris ist ja jetzt nur als Zierde unterwegs. Die soll ja nicht kämpfen. Momentan. Aber hier sieht das nicht so aus. Ich glaube, wir haben den einfach radikal gekauft und dann noch unseren ganzen Müll abgeliefert. Das machen wir jetzt nämlich noch weiter. Wo wir jetzt gerade dabei sind, werde ich mal hier Lederbänder, Honig, Holzbein, Gewand der Verwirrung werde ich auf gar keinen Fall verkaufen. Das Tagebuch habe ich noch gar nicht gelesen. Ne? Silberring, Kerzenständer, Blattgold, Edelsteine, helles Pferdocker, das können wir alles verkaufen. Alles weg damit. Brauchen wir nicht. Macht uns nur schwer. Und unwendig. So, Handel abschließen. Jetzt haben wir wieder 160 Dukaten. Das ist doch mal immerhin etwas. So, achso, wir wollten ja zu der guten Sonraya. Lauf, Sergeant! Wir müssen nochmal nach Nadoret. Bevor wir da ins Schloss gehen, muss ich auf jeden Fall nochmal einen anderen Helm holen. Weil ich will jetzt cool sein. Der Sergeant Rumpel war genug ein komischer Magie-Clown. Ab jetzt ist er ein böser Kampfzauberer mit einer roten Kutte. Mit einer blutroten Kutte. So sieht's aus. So, Sanraya, komm her. Ich hab deine Seelenharfe. Lass mich ein bisschen spielen. Juhu. Mein Yama, du hast es. Ich spüre es ganz deutlich. Genau, in meiner Hose. Na, das musste ich jetzt sagen. Das war so eine Vorlage, so eine Steilvorlage. Der Wasserdrache ist besiegt. Sanraya, die Harfe geben und ihr einmal zuzwinkern. Oh, dieses Holz wieder zu spüren. Den Klang dieser Saiten zu hören. Du hast mir einen Teil meiner selbst zurückgegeben. Daher möchte ich dir dieses Amulett schenken. Was? Nur ein Amulett? Toll. Ich hätte es ja ganz cool gefunden, wenn da noch so ein bisschen mehr Erotik im Drakensang-Universum ist. Also, mir gegenüber. Hab Dank, Alari wird von deinem Glück erfahren. Aha, also muss ich jetzt wieder zu Alari gehen? Komm, das ist doch nicht dein Ernst. Was hat ihr uns denn jetzt für ein Amulett gegeben? Ich habe jetzt gerade noch eine Kiste da hinten gesehen. Ich muss hier mal gucken, was denn da so drin ist. Das ist ein Labor. Versteckter Schatz verschlossen. Quano! Ah, verdammt, wir haben Quano nicht dabei. Der Quano ist unser Meisterdieb und Schlösseröffner. Vielleicht soll ich das aber nochmal kurz machen. Wir statten gleich nochmal hier dem kleinen Lieschen hier, der Sanraya, statten wir nochmal einen Besuch ab und gucken mal, was in der Kiste drin ist. So, was haben wir denn da für ein Amulett eigentlich bekommen? Amulett. Geschmeide der Raja. Hat die uns das gegeben? Das hatten wir, glaube ich, schon, oder? Hat die uns echt jetzt ein Geschmeide der Raja gegeben? Komm, das ist ein Witz hier. Kann nicht dein Ernst sein. Oder hat das irgendein anderer Charakter bekommen, weil ich jetzt gerade mit einem anderen geredet habe? Nee. Ich habe echt Geschmeide der Raja von der bekommen. Also
mich verarschen? Ich habe einen Wasserdrachen besiegt. Ich will irgendwie, keine Ahnung. Einen Ring der unendlichen Mächtigkeit haben oder so. Verdammte Axt. So, Quano, komm mal mit. Achso, Fyris, bleib da. Wir wollen mal deine Landsmännin beschklauen. Ey, bleibst du hier? Kannst du hier Wie in deinem... Wie kann ich dir helfen? Bitte Natürlich. Warte im Schiff auf mich. So. Quano. Ja, bitte. So, Talaria. Hammerberg. Und wir sind unterwegs. Vier Männer. auf einer ganz... unschuldigen Queste ein einsames Elfmädchen zu beklauen. Tja, Sanraya, du wolltest doch Abenteuer. Hier hast du Abenteuer. Mitten in den Piraten und da lässt du hier deine Truhe draußen stehen. Genau, guck dir mal deine Schuhe an, denn ich gehe jetzt mal nach hinten und werde mein gesamtes Hab und Gut entfremden. Ja. Also, ja. Als ob es dir nicht Spaß machen würde, Quano. So. Versteckter Schatz, verschlossen. Hier mit Meisterschlüssel kriegen wir den auf. Kein Problem. Schloss geöffnet, aber sicher. So, gucken wir mal. Guck mal an, was die hier alles hat. Großer Heiltrank, viermal Heiltrank. Mutelixier, Drachenblut. Oh, super. Und eine Olginwurz. Alter Schwede, das war viel geiler als dein doofes Raja-Geschmeide. Weißt du was? Pass mal auf. Ich bin ja fair. Ich bin ja gut. Ich bin ja ganz netter. Ganz netter bin ich. Ja, ne? Liebe Sanraya. Hier. Kriegst du das Geschmeide der Raja zurück. Damit du aber weißt, wer dich beklaut hat. So sieht's aus. Man muss Botschaften senden, die eindeutig sind. Damit die Leute auch wissen, woran sie sind. Sanraya weiß jetzt, woran sie ist. Aber sie hat ja auch ihre Seelenharfe wieder. Was die wohl für ein Tier ist. Vielleicht eine Pute. Ihr Seelentier ist eine Pute. Irgendwie merkt man, dass ich so ein bisschen Anti-Elfen bin, ne? Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Legolas finde ich irgendwie cool. Aber die Elfen in Drakengesang sind alle irgendwie so ein bisschen doof. Ich bin doch ich. Was kann ich für euch tun? So, bereit zur Abfahrt. Muss ich jetzt nochmal extra zu den scheiß Elfenwald, um da die Botschaft abzuliefern? Dann habe ich diese Quest endlich auch raus. Eine Quest weniger in unserem Questbuch. Und dann sind wir ja auch schon ziemlich weit. Jetzt müssen wir noch einmal in den Effert-Tempel, um dort das Mosaik zu vervollkommnen und dann weiter hinabzusteigen. Ich nehme an, dass uns da auch noch irgendwas erwarten wird. So. Die Elfen könnten eigentlich auch noch mal was haben für mich. Also als Kopfbedeckung. Der gute Lindwin-Eulenflug. Die anderen wollen ja immer nur so Äpfel und Nüsse tauschen. Ich grüße dich. Zeig mir, was du an Kopfbedeckungen für einen Magier hast. Nüschte. Also auch nur unsere Sachen hier. Ich dachte, die kriegen auch mal was Neues, die ganzen Händler. Nee. Schade eigentlich. Ich will jetzt irgendwie, was könnten denn Magier für Hüte haben? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Irgendwas, was fies aussieht. Eigentlich bräuchte der eher sowas wie eine Hood. So eine Kapuze halt. Du noch immer, dass Sanraya zurückkehrt? Du etwa nicht? Vermisst du nicht genauso ihr Lachen? Sie hat sich dafür entschieden, uns zu verlassen. Du musst das akzeptieren, Alari. Auch wenn du es nicht verstehen kannst. Muss ich das? Ich will mich aber an sie erinnern, auch wenn sie fort ist. Tja, der Sergeant hat hier so ein paar Neuigkeiten für dich. Schön, dich wiederzusehen. Ja, gerne. Du hast auch noch Handel. Ich guck mal ganz kurz, was du hast. Bausch, Alraunenpulver, Honchitis, Quellwasser, das haben wir noch genug. Einbeeren, 31 Mal. Komm, nehmen wir mal mit. Wer weiß, was uns da später noch erwartet alles. Sturmwächterstiefel, Waldelfen, Handschuhe, bla bla bla. Nix.
So, schön, jetzt aber. Dich wiederzusehen. Lass uns etwas tauschen, leider muss ich weiter. What? Ich musste gar nicht mit dir mehr mit dir reden. Ah, ich hätte mal ins Questbuch gucken sollen, nicht Trottel. Zeichen der Macht ist die Sache hier. Die Wasserpumpe können wir nicht mehr lösen. Das ist nur noch der Effert-Tempel. Dammit! Bin ich hier ganz umsonst hingelaufen? Verdammt! Na gut. Live-LP. So, ab zur Talaria und auf Nimmerwiedersehen. Doch, was kann ich für euch tun? Wo soll es hin? So, ab zum Effert-Tempel. Ah, nee. Ah, ich bin falsch. In die Höhle des Wasserdrachen gefahren. Ah, heute ist wieder so ein Tag, wo alles schief geht, habe ich das Gefühl. Jetzt lade ich schon wieder den Falschen. Das gibt's doch gar nicht. Wir doch. Was kann ich für euch tun? Wo soll... So, jetzt aber. Insel des Vergessens. Wieso ist eigentlich die Insel des Vergessens irgendwie so ein Portal? Wahrscheinlich ist sie mitten im Fluss. So. Was gibt es denn? Begleite mich. Ja, bitte. Begleite mich. Was ist? Begleite mich. Und los geht's. Bruder Emmeran. Womit kann euch der Gesandte dienen? Ich habe ein weiteres merkwürdiges Bruchstück. Ich fand es beim Wasserdrachen. Ein Wasserdrache. Ohne Zweifel folgte auch er dem zornigen Ruf Efferts. Dem Reich des Flussvaters Verderben zu bringen. Doch zeigt mir das Artefakt. Hier, wir wissen auch, wo es hin muss. Zeigt ihr. Es ähnelt dem anderen Artefakt, das ihr mir brachtet. Sicherlich gehört es auch zum Tempel. Ich spüre auch in diesem Stück die Macht des Meeresgottes. Ja, hast du Hunger auf Sushi? Wir haben noch ein paar Krabbenkörper übrig. Anscheinend nicht. Na gut. Es lohnt sich hier nicht vorzuspulen. Wenn ich vorspule, dann bin ich in 2 Sekunden wieder bei euch. Insofern müssen wir das jetzt aushalten. Wir haben ja der Sanraya ihr Musikinstrument wiedergebracht. Was ist denn euer Seeleninstrument? Habt ihr ein Seeleninstrument? Ich weiß es ja bei mir nicht. Ich habe ja Klavier gelernt und Kontrabass gelernt. Richtig klassisch, Unterricht gehabt und alles. Dann habe ich Gitarre mir selber beigebracht und irgendwie Gitarre und Saiteninstrumente, also Zupfinstrumente, spiele ich immer noch sehr gerne. Und da würde ich jetzt mal sagen, für mich sind die Zupfinstrumente... Huch, was ist denn hier los? Alter, das hat sich schon alles zusammengebaut. Eine nackige Frau, wusste ich's doch. Mit einem Dildo in der Hand. Was ist das? Er hat ein Schwert oder sowas wahrscheinlich, ne? Oder ist das Sanraya? Sanraya beklaut und ausgeraubt bis zum letzten Kleidungsstück vom Sergeant Rumpel. So wird's sein. So, wir gucken mal weiter. Ah, wir sind wieder hier in der Gefahrenzone. Deshalb werde ich es mir jetzt nicht nehmen lassen, mich hier wieder mal ein bisschen vorzubereiten. So. Zack. Und weiter geht's. Was für eine stattliche Truppe an jungen Männern. Mensch. Oh, eine Warnung. Lesen. Lenke deine Schritte fort, während die Effert noch nicht die Weihe gewährt hat. Was in dieser Kammer geschieht, ist in deinen Ohren noch nicht zu hören und deinen Augen noch nicht zu sehen bestimmt. Sieh dies nicht als eine haltlose Anweisung, sondern vielmehr als eine Warnung, wenn dir an Leib und Leben gelegen ist. Der Wille des Herrn der Gezeiten gebietet dir einzuhalten. In jeder Schaumkrone und in jeder Welle ist sein Blick und er weicht nicht von dir. Kehre um und es wird gütig und er wird gütig auf dich sehen. Setze noch einen Schritt und beschwöre seinen Zorn. Ab hier hat offenbar eine andere Person weitergeschrieben. Graulinge, mit Tabitha waren wir nicht die erste ertappt. Was? Ach so, Graulinge, mit Tabitha haben wir nicht die erste ertappt, die sich Zugang zur Kammer verschaffen wollte. Wir hoffen aber, dass es die letzte gewesen ist und wir warnen euch zum letzten Mal, bleibt der Kammer fern, denn was darin ist, übersteigt euer Verständnis von Effert und seinen Wegen.
Tja, das ist ja geradezu eine Herausforderung für uns, weiterzugehen. Guckt an, da sind sie wieder, wie heißen sie noch? Morphus. Morphus, bei Fuß. Ja. Attacke! Ja. Attacke. Attacke. Wir machen eine Attacke. Komm schon. Ja. Angriff! So, los geht's. Wo ist eigentlich eine Kammer? Ich sehe hier keine Kammer. Ich sehe nur eine Truhe. Das ist doch nicht die Kammer. Gucken wir mal, wie sich der Fogrim so schlägt, während sich die anderen... Oh, gar nicht so schlecht. Komm, nochmal. Wir können mal hier wieder auf aggressiv gehen bei den Morphus. Bei den anderen geht es auch gut, soweit. Ein bisschen Lebensenergie ist alles im Rahmen, würde ich sagen. Sehr gut. So, wir gucken uns mal diese Kiste an. Ein versteckter Schatz, der verschlossen ist. Gott sei Dank haben wir einen Meisterdieb bei uns. So viele Kisten, wie wir in dieser Folge aufgemacht haben. Gut. Eine seltene Münze. Flussmuschelamulett. Flusskiesel. Der Flusskiesel im Flussmuschelamulett. So, was ist denn mit diesem Amulett los? Da bin ich damit vielleicht ein Geweihter. Dieses Amulett aus Muscheln trägt die Beständigkeit Efferts in sich. In seinem Inneren. Konstitution plus 2. Cool. Das kriegt Ado. Mhm. Ah ne, der hat schon irgendwas. Was ist das hier nochmal? Immunität gegen Gift. Auch nicht schlecht. Was hat der Forum? Mut plus 2. Ich glaube, die Immunität gegen Gift brauche ich jetzt gar nicht unbedingt. Hier haben wir nochmal das Geschmeide der Raja, das wir so bekommen haben. Vielleicht, ja. Hier unten im Tempel werden wir auf gar keinen Fall... Aber Konstitution, brauchen wir das eher bei diesen hier, ne? Dann gebe ich das hier einfach dem Quano. Ja. So. Zack. So, damit müssten wir eigentlich gut sein. Da unten geht's weiter mit den nächsten Morphus. Solange es nur Morphus sind, bin ich glücklich. Nur keine Krabben. Den habe ich genug. Zack. Und tot. Da muss ich gar nichts mehr machen, richtig. Das kriegen die jetzt inzwischen alleine hin, hier, unsere Kameraden. Hier sind wir jetzt. Das sieht aus wie so ein, könnte ein Eingang von der Kammer sein oder so. Hier, also eine riesengroße Tür hinter dem Wasserfall. Ne, tut's nicht. Oh, die nächste Kiste. Jetzt kriegen wir aber richtig Zeug hier. Das ist ja cool. Wahrscheinlich brauchen wir das auch gleich. Na? Was? Bei meiner Treu! Noch ein versteckter Schatz. So, mal gucken, wie wir hier seinen Meisterschlag, wie der ausgeführt wird. 48, tot. Cool. Macht richtig Laune, das einfach nur zuzugucken jetzt. Die Animationen sind ja schon auch ganz cool. Von diesen widerlichen Schleimmonstern. Die haben so Drüsen auf dem Körper hier. Ist ja eklig. Pfui. Pfui Teufel. Ja. So, wir haben nicht mal wirklich Schaden bekommen. Sehr gut. Ah, ich glaube, das muss ich mal hier mit dem machen. Aber sicher. Was haben wir hier drin? Fußkiesel. Maske des Meisters. Dreizack. Und eine Sonnenkugel. Was zur Hölle? Was sind das alles für Sachen? Was macht die Sonnenkugel? Ein sehr hübsches Schmuckstück. Bestimmt teuer. Na gut. Maske des Meisters. Die Maske des Meisters verbirgt durch verräterische Gesichtsregung und verleiht ihrem Träger dadurch eine Aura geheimnisvoller Überlegenheit und Anmut. Charisma plus 3 statt plus 1. Wo wird das denn hingesetzt? Ach was, das wird hier oben hingesetzt. Hey! Batman und Robin in einer Person, hör mal! Ach, schön. Ich glaube, das muss ich hier leider so lassen, weil es einfach zu gut aussieht. Das sieht ja auch wirklich sexy aus. Also, dass er damit Charisma plus 3 hat, wenn so ein Typ vor mir stehen würde, dann würde ich auch dahin schmelzen. Aber hallo. Sehr gut. Hoffe mal, dass Quado nicht allzu sehr auf die Mütze kriegt. So,
Hier sind wir tatsächlich in der Halle angelangt. In dieser Kammer des Schreckens, die wir seit mehreren Folgen versucht haben zu betreten. Und ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwo eine Klappe aufgeht und eine Trilliarden Krabben rauskommen. Wenn dem so ist, sehen wir das in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde. Gute Nacht und tschüss.